Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Aqualords. Wir sind heute auf Overpass in einem Wingman-Match und sind gerade in der vierten Runde und unser Suspect hat 7:0 mit einer Headshot-Quote von 100%. Gut, lassen wir uns mal überraschen, was da auf uns jetzt noch so zukommt. Okay, den hat er richtig schön, glaube ich, sogar durch die Wand angeaimt und ich glaube, dass da ein Aimbot im Spiel ist, weil ich bilde mir ein, das waren ein, zwei Flicks, wo ich jetzt wirklich sage, okay, die hat er schon sehr, sehr gut gesetzt. Spiel doch die ganze Zeit nur mit einer Deagle. Auch hier wieder. Gut. Also etwas komisch spielt er schon, würde ich jetzt da meinen. Gut, aber die hat jetzt alle wieder nicht getroffen, also. Das Movement ist grundsätzlich nicht so schlecht, aber alles klar. Also ich glaube trotzdem, dass hier ein Aimbot im Spiel ist. Was meint ihr dazu? Ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, aber ich würde mal auf Aimbot tippen. Das scheint schon sehr danach, weil. Ja, also Leute, ich hoffe, ihr seid da meiner Meinung, aber ich würde sagen, da ist ein Aimbot im Spiel. Weil 13 Kills mit einer Headshot-Quote von 100% und meistens One-Clicks mit der Deagle, das ist nicht wirklich machbar. Und hier genauso, also er war nicht drauf, es war wirklich ein Flick. Und hier Detto, also. Ja, ich glaube, wir haben unseren nächsten Cheater. Ich werde dann noch eine Abstimmung starten, ob ihr auch glaubt, dass hier ein Aimbot im Spiel war. Würde mich freuen, wenn ihr da bei der Abstimmung genauso mitmachen würdet. Okay, den hat jetzt mal versetzt. Aber wieder mal da. Wow, traumhaft. Na gut, Leute, das glaube ich war diesmal wieder sehr, sehr schnelle Entscheidung. Also ich würde auf jeden Fall sagen, er hatte einen Aimbot. Ob er Sichthilfe hat oder nicht, kann ich jetzt schwer dazu sagen. Und eine Spielbehinderung war es auch nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt CSGO Overwatch oder ein Let's Play von mir. Oder vielleicht ein ganz anderes Projekt von mir. Würde mich auch genauso freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und eine positive Bewertung da lassen würdet auf dem Video. Da kann ich euch nur noch sagen, ciao, ciao, baba und bis zum nächsten Mal.